Boah, Alter! Oder ich kriege gleich einen Schlaganfall, mir ist echt schwindelig. Ist das Wasabi in der Erdbeere? Ah! Yo! Was geht? Willkommen zu diesem wunderbaren Video. Wir haben mal wieder in der Ideenschmiede getüftelt und hatten eine ganz tolle Idee. Wir werden heute Dinge verkosten, beziehungsweise Leo wird mich Dinge erschmecken lassen und ich muss erraten, was es ist. Eigentlich eine ganz harmlose Geschichte. Ich bin extrem gespannt darauf, Leo, super was lecker. Du vorbereitet hast. Und ja, willkommen zum... Wie nennt Dena das? Dena redet sich irgendwie raus und sagt, das ist YouTube Tuesday. Das ist einfach mein Content. Gut Leute, ich würde sagen, ich ziehe mir hier meine professionell zusammengeschneiderte Augenbinde auf. Ich sehe wirklich nada, Digga. Ich sehe gar nichts. Sehr gut. Okay, gut, boah, ich bin ready. Sitzen meine Haare auch? Boah, guck mal, ich kann meine Haare machen, ohne dass ich was sehe. Flex. Fangen wir an. Oh! Also. Digga, was hast du da vorbereitet? Das sind halt ganz viele kleine Becher. Digga, wie viel ist denn das? What the f***? Bro, das sind kleine Tapas, das ist... Ist alles vegetarisch? Ja, ja. Ich schwör, wenn du mir am Ende sagst, ich habe 20 Schweineschwänze gegessen, dann bin ich raus. Also, es geht darum, dass du die Nase zuhältst. Meine Zunge ist sehr sensibel und trainiert. Guck ich dich überhaupt richtig an, ja, ne? Wir fangen harmlos an. Warum harmlos? Was hast du da? Digga, ist da irgendwas wirklich Widerliches dabei? Nein. Halt stärkerer Geschmack halt so. Ach so, intensiver, ja. So ausländische Küche, weißt du? Ah ja, okay. Wir fangen an. Ja, egal. Wir haben hier eine... Ist eine Erdbeere. Richtig, sehr gut. Lecker. Aber es ist krass. Nice. Zero Geschmack. Jetzt kommt er die Nase auf. Das ist Wahnsinn, ne? Wie unser Geruchserhalter die Fresse. Ein Lehrvideo hier, Digga, ganz ehrlich. Es geht einfach nur darum, dass ich irgendwelche dummen Dinge mache, die euch unterhalten. Hier haben wir doch was. Ja. Feines. Kleines. Nicht dieser Kleine, sondern der Feine. So, Mund auf. Pflaume? Ne. Feige? Nee. Dattel? Ne. Auf jeden Fall eine Frucht. Ja. Nektarine. Nee. Das ist sowas wie eine Pflaume, ne? Ja, kommt dem nah. Mango. Nee. Mm-mm. Nee. Soll ich auflösen oder wie machen wir das? Oder je. Falsche Antwort. 50 Euro Gehaltserhöhung. Auf keinen Fall, dann werde ich arm. Ich kann es ja nicht sagen, was ist es? Das ist eine Kaki. Eine Kaki, Digga. Ja, Mann. Aber saulecker. Überlecker. So, machen wir weiter damit. Mhm. Auch ein sehr leckeres Gericht. Tomate. Tomate war richtig? Tomate war richtig. War Tomate, um dich ein bisschen zu verwirren ohne Schale. Vielleicht deswegen ein bisschen glitschig am Anfang. Ja, ja, aber auch ein bisschen geil, muss ich sagen. Hat geschmeckt wie so ein frischer P***. Akani ist gerade gegen die Tür gelaufen, gegen diese Glastür. Okay, machen wir weiter. Okay, wir machen weiter. Etwas nicht heimisches. Mhm. Mal gucken, ob das kippt. Okay. Kimchi. Boah, wow, krass. Ich liebe Kimchi, Digga. Krass. Kimchi ist so lecker, aber das ist sehr, sehr milder Kimchi, ne? Zu mild. Der ist gar nicht scharf. Zu mild. Ich finde so richtig scharfen Kimchi, finde ich geil. Ich mag scharfe Sachen. Machen wir weiter. Machen wir weiter. Bleiben wir doch direkt mal im selben Kontinent. Oh, Asien also, okay. Warte ganz kurz, ich glaube, ich muss kotzen. Moment. Ja. Okay. Nee, was ist das? Das ist... Sesam? Nee. Soja? Kresse, Koriander? Nee. Es ist eine Mischung tatsächlich. Es ist so eine Sojabohnen, Soja... Wie nennt man das? Sojawurzelstange? Hey, ich finde das gar nicht scharf. Bin ich irgendeine Störung? Vielleicht sehe ich die Schärfe einfach nicht. Machen wir weiter. Sehr, 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 sehr lecker. Eine sehr gesunde Frucht. Einige würden sagen, es ist eine Powerfruit. Stinkt die? Nö. Ein großer Beiß. Ich habe ein bisschen Angst gerade, ne? Und kauen runterschlucken. Kauen! Boah, Alter! Ja! Ah, Junge, okay, ich guck mal kurz Papier. Außer scharf! Digga, ich schmeck einfach aus dem Mund jetzt nach Sucuk, Digga. Wir machen gesund weiter. Andere würden sagen, es ist eine Superfruit. Digga, komm, Digga, Mann, was ist das denn jetzt? Und rein damit. Zitrone. Richtig. Sehr gut. Oh, ist das sauer, Alter! Bäh! Und wir machen weiter. Eine sehr leckeren Frucht. Ach, Digga, komm mir nicht wieder mit einer Superfruit, wirklich. Einige würden sagen, es ist eine Superfruit. Ihr schwindelig. Und rein da. Passionfruit, ne? Yes! Bah!
Das ist mein Shit, nachdem ich dieses Video gedreht habe. Boah, ich kriege gleich einen Schlaganfall, mir ist echt schwindelig, ne? Echt? Irgendwas reagiert gerade in meinem Körper, ich glaube, es ist der Knoblauch. Da verringert sich unsere Auswahl auf wenige Gemüse- und Obstsorten, die alle sehr, sehr lecker sind, alle sehr, sehr, sehr gesund sind. Ja. Viele Superfruits. Ey, es ist sau viele Superfruits. Was für eine Scheiße. Die sind alle gleich lecker. Wie gleich lecker? Die sind alle gleich köstlich und gleich gesund. So, wir machen weiter mit etwas ähnlichem wie Passion Fruit. Wieso lachst du so dumm? Weil das ist die Lachfrucht. Deine Fresse. Bring mir einfach rein, du Hund. Und 1, 2, 3, Attacke! Oh! Ist das Wasabi? So ähnlich. Ah! Was ist da noch drin? Kannst du dir an? Erdnussbutter? Nee. Boah, ich stell mir gerade vor, das zu essen. Was ist da noch drin? Wasabi. So scharf, Digga. Kekse und Wasser. Kekse? Deutsche Gordon Ramsay. Wir machen weiter mit dem nächsten. Einige würden sagen, es ist ein Superfruit. Ach, Digga, es ist super lecker. Halt dein Maul doch einfach! Das ist tatsächlich etwas, was viele Menschen entweder extrem ekelhaft oder extrem lecker finden. Ich bin selber auf der leckeren Seite. 1, 2, 3. Ey! Das schmeckt nach Fisch, Alter. Ist kein Fisch. Oh, wie heißt das? Diese Dinge auf der Pizza, was jeder hasst. Ja. Diese kleinen Oliven. Kartmann. Richtig. Bäh. Ekelhaft. Das sieht lecker aus. Das kratzt du da raus, Digga, ich höre das doch. Eine Weintraube, oder? Das ist keine Weintraube. Steht gerade überall in allen Geschäften. Regionales Obst. Hibiskus. Bro, Hibiskus ist eine Blume. War eine Stachelbeere. Eine Stachelbeere? F*** doch meinen Arsch, Digga. Wann habe ich das letzte Mal eine Stachelbeere? Ich habe noch nie in meinem Leben bewusste Stachelbeere gegessen. Ich auch nicht. Als Kind so auf dem Kuchen so von Oma. Digga, Stachelbeere. Piss dich damit, Alter. Weg aus dem Regal. Machen wir weiter mit... Komm mir nicht wieder mit einer Superfruit, bitte. Ich nein, es ist ein sehr, sehr leckeres Obst. Mein Säurehaushalt ist gerade wirklich absolut im Arsch in meinem Magen. Wirklich, ne? Das ist ein Digga, also. Leckeres Obst. Das ist zermatscht, das Obst. Ach, Digga, warum? So ein bisschen wie Banane. Ah. 1, 2, 3. Aber mal gucken, ob du drauf kommst. Das ist die ekelhafte Konsistenz, die ich jemals in meinem Mund hatte. Was ist das Scheiße? Ist das straight up Kacke einfach? Akani! Ich weiß doch nicht, du Bastard. Das ist Suppenbrühe, aber mit Wasser angemischt, dass nur noch die Pampe ist? Nein. War das nicht scharf? War! Was ist denn das? Das war Currypaste. Digga, das ist das Widerlichste, was ich jemals in meinem Leben im Mund hatte. Ich schwör's dir. Oh, ist das scharf auch. Tut mir leid. Oh, Digga, das zieht aber richtig nach hinten. Das riecht nach gar nichts. Ist das ein Gallenstein? Ja. Aber wonach schmeckt's denn? An was erinnert dich das? Irgendwas Zitrusmäßiges. Orange? Ja. Kleine Orange? Ich hätte jetzt auch gesagt Mini-Orange, aber wie heißt das? Kumquat. Kumquat. Digga, was ich da für eine Alter. Ja, Mini-Orange halt. Warum ist das eine Delikatesse? Das schmeckt einfach wie eine vergammelte, ausgetrocknete Orange, die schon schlecht gewesen ist. Einfach eine Much-Orange, ganz einfach. Den Teller könnt ihr gewinnen, wenn ihr ein Like da lasst. Kommt nochmal irgendwann was Leckeres. Ja. Mein Mund ist taub, ist das normal? Ja. Ja. Okay. Ich bin auch blind, ne? Genau. Boah, ich weiß jetzt nicht, womit wir anfangen. Ich würde sagen, du suchst dir einfach aus. Ich misch die. Stopp. Zeig einfach auf den Becher, den du gerne essen möchtest. Den? Ja. Okay. Ich mach einfach mal, komm. Mach einfach. Und zu. Einige würden sagen, dass das... Willst du mich ...eine Superfruit ist. Oh! Oh! Ah! Oh, das tut richtig weh. Oh, was ist das? Paprika. Das war keine Paprika. Das war irgendwas Ghost Pepper-mäßiges oder so. Das war auch keine normale Chili. Leo? Ja? Was war das für eine Chili? Das war eine Habanero. Ich habe mal eine Ghost Pepper gegessen und das war nicht so unangenehm wie das hier gerade. Meine Lippen sind anders taub. So, machen wir weiter. Ist auch scharf. Ist es nicht. Fühlt sich scharf an. Schmeckt noch ein Stück. Okay, dann haben wir nur noch eins. Das glorreiche Ende hier war übrigens die Habanero. So, wir haben hier noch hier. Gib doch einfach irgendwas. Eine leckere Verkostung. Es ist halt eine Superfruit. Let's go. 3, 2, 1, go. Ah!
Was war da drin? Ist das Wasabi in der Erdbeere? Bist du ekelhaft? Bin ich fertig? Ja. Das schreit nach Beförderung. Das schreit nach Kündigung. Siehst du meine Augen? Wie froh wir. Da bin ich. Wo bin ich? Das war so eine dumme Idee, dir zu vertrauen. Du hast es missbraucht. Du hast es missbraucht. Ja. Ja, Leute, das war's mit dem Video. Ich hab leider meinen Chef umgebracht. Gebt jetzt dem Video einen Daumen nach oben, wenn ihr wollt, dass wir sowas nochmal machen. Vergesst nicht zu abonnieren. Übrigens, ich streame heute Abend. Jetzt gerade, wo das Video online ist, bin ich am Stream. Schaut doch gerne vorbei. Tschüss, bis morgen. We'll be right back.